Da kommt ein grüner Traktor mit vielen Bausteinen hinten auf dem Anhänger. Daraus kann man bestimmt was Tolles bauen. Hauptsächlich sehe ich braune Steine. Ein paar blaue, rote und grüne sehe ich aber auch. Lasst mich überlegen, was man daraus alles bauen kann. Ja, mir ist was Tolles eingefallen. Lasst uns mit der blauen Grundplatte hier anfangen. Während ich zusammenbaue, kommt ihr ja vielleicht schon darauf, was es werden wird. Ein erstes Merkmal ist das Seitenteil, was ich gerade anbaue. Es ist die Reling. Und jetzt mit den bunten Steinen an der Reling wird es noch genauer. Ein weiterer Hinweis ist das, was ich gerade baue. Man nennt es einen Mast. Und der Stapel aus weiß-roten Steinen ist ein Segel. Zum Schluss kommt eine Fahne oben drauf und dann ist es fertig. Unser Wikingerschiff. Als nächstes bringt uns ein großer blauer Traktor Bausteine. Bis auf die grüne Grundplatte sehe ich hauptsächlich gelbe Steine. Aber auch aus einer Farbe kann man was Tolles bauen. Mal schauen, ob ihr auch diesmal drauf kommt, was ich hier baue. Der rote Stein hier ist eine Zugbrücke. Und das wurde der vordere Teil einer Mauer. Hier baue ich die Mauer rundherum, plus ein paar Ansätze für Türme. Und da kommen die Turmspitzen. Und zum Schluss der Torbogen. Ganz genau, es ist eine Ritterburg geworden. Da kommt wieder der kleine grüne Traktor mit Bausteinen auf dem Anhänger. Ich kann es kaum erwarten, bis mir einfällt, was man daraus machen kann. Viele graue Steine, ein paar blaue und Steine, die Scheiben sein sollen. Dieser gelbe Stein hier wird ein Cockpit. Und die hier ergeben super Flügel. Hier baue ich das Cockpit weiter und mache den Flügel größer. Schluss bauen wir noch Triebwerke hinten dran und dann ist es fertig. Ein Raumschiff. Dieses Mal bringt der grüne Traktor uns etwas mit seiner Schaufel.
hauptsächlich gelbe Steine und ein Bündel Pflanzen. Mir ist eine lustige Figur eingefallen. Mal schauen, ob ihr sie vorher erraten könnt. Diese Steine werden die Seiten. Und die sind dafür da, damit wir eine große Platte für die Front machen können. Darauf lässt sich doch wunderbar ein Gesicht machen. Fangen wir mit den Augenbrauen an. Dann die Augen. Ein lächelnder Mund. Und dazu ein paar Grübchen sehen gut aus. Machen wir dann noch die Haare oben drauf und fertig. Eine glückliche Ananas. Als nächstes bringt uns der Gabelstapler auf eine Palette die nächsten Bausteine. Mir ist was eingefallen. Nehmen wir etwas, was wir auf einer Baustelle benötigen. Ihr habt es sogar schon in diesem Video im Hintergrund gesehen. Mal schauen, ob ihr es erraten könnt. Hier baue ich gerade die Ketten an. Schaufel am Ende und fertig. Ein kleiner Miniaturbagger. Mal sehen, was uns zu den Bausteinen einfällt, die der Traktor mit seiner Schaufel bringt. Ich glaube, wir kriegen daraus sogar zwei Figuren hin. Fangen wir mit der ersten an. Hier bringe ich gerade 4 Pfoten an. Das wird ein Schild. Der Kopf mit den Augen dran. Noch eine Pflanze und fertig ist die Schildkröte, die gerade eine Pflanze frisst. Da sind noch genug Bausteine für eine zweite Figur. Mit den Ohren kann man schon erraten, was es wird. Zum Schluss der Rüssel und fertig. Ein Elefant. Wir haben eine Schildkröte und einen Elefanten gebaut. Noch Zeit für eine weitere Sache. Da bringt der große blaue Traktor schon die Steine mit dem Anhänger.
fertig. Es ist eine Polizeistation. Aber da fehlt noch was. Da sind noch genug Steine für einen kleinen Helikopter. Und damit sind wir fertig für heute. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Bauspaß und bis zum nächsten Video.